Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Rising World in der Version, haltet die Augen auf, 0.6.5 Alpha. Ihr habt es schon gesehen und ja, es gab mal wieder einiges Neues und ich möchte gerne hier anfangen mit dem Ergänzungstool Platzieren. Also ihr geht in den Creative Mode und habt jetzt hier die Möglichkeit, das Tool Platzieren auszuwählen und könnt jetzt hier diverse Sachen, Palmensetzling, haben wir da, Kaktussetzling, Akaziensetzling. Also ich mache das jetzt einfach mal hier hin. Ich mache jetzt auch heute nur eine kleine Folge in Form von Update, Akazie, Lemon Tree haben wir, Apple Tree, Maple, also ja, haben wir. Kann ich wieder einsammeln, Willow, Birke, Spruce. Was? Was zur Hölle ist das? Okay, also wir können jetzt hier mal ein paar andere Sachen sehen. Pumpkin. Setzling. Wassermelonensetzlinge. Erdbeersetzlinge. Potato, Brokkoli. Salatkopf. Karotten. Tomatensetzling. Rohwarn. Okay. Toter Apfelbaum. Toter Maple Tree. Ein kompletter Kaktus können wir auch hinsetzen. Ich kann das hier mal zeigen. So sieht der komplette Kaktus aus, dass ihr es mal seht. Da fällt mir gerade mal ein, ich muss mal ganz kurz hier was wechseln. Ich habe hier noch die Sachen in der Hand. Deswegen komme ich von der Traufe in den Regen. Machen wir mal wieder weg. Habt ihr es ja einmal gesehen, ne? Soll ja hier nicht zu lange bleiben. Gehen wir wieder zu F6 rüber. Hatten wir jetzt hier den Kaktus. Verschiedensten Variationen. Hier haben wir den einen, hier haben wir den anderen. Das ist die Palme. Das ist die Akazie. Die andere Akazie. Das ist die Poplar. Lemon Tree, Apple Tree, Maple, Maple 1, 2. Also hier sieht man auch, es gibt verschiedene Birken. Ich hatte also wirklich recht, dass die dann unterschiedlich wachsen. Scrub? Was ist ein Scrub? Achso. Flowers. Auch hier in verschiedensten Variationen und so weiter. Ja, und da haben wir schon alles. Ja, jetzt haben wir hier natürlich schon einiges an Material, was wir jetzt sehen. Ernsthaft? Was kann man denn mit denen anfangen? Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Was kann man denn damit? Setzling Kaktus? Kaktus. Kann ich den essen? Was kann ich mit dem Kaktus? Sag bloß, der Kaktus ist wie Holz. Naja. Okay. Hinterfragen wir mal nicht. Schmeißen wir mal weg. Brauche ich jetzt nicht. So. Wird sowieso verschwinden. So. Dann wurden ergänzend hinzugefügt ein neues Objekt, das nennt sich Medieval Drawbridge, also ritterliche Zugbrücke oder mittelalterliche Zugbrücke, müsste man ja eher sagen, korrekterweise. Jetzt muss ich mal gucken, wo sie die eingefügt haben. Absperrungen? Nope. Kisten? Nope. Leitern? Nope. Neues Objekt. Verschiedenes. Nö. Schränke? Nö. Tische? Nö. Bauelemente? Nö. Badezimmer, Betten, Türen. Gut, kommen wir zu den Türen. Hier wurden einige Türen ergänzt. Und ihr seht es jetzt hier. Eine neue, alte Einzeltür. Und auch hier in den verschiedensten Variationen. Das Ganze haben wir hier auch nochmal. Ah, die ist neu. Die hier. Sieht auch sehr schön aus. Kann man schön für eine Haustür verwenden. So, moderne Tür. Eine metallene Tür. Die Gittertüren. Eine alte Holzabdeckung ist auch neu. Okay. Kanaldeck.
Da muss ich gleich mal was gucken. Und hier ist die Zugbrücke. Jetzt muss ich mal ganz kurz was bei der bei dem Kanaldeckel gucken. Hat er die jetzt von mir genommen? Hat er denn auch die originale Größe? Nein, der ist kleiner. Und? Es fehlt auch das schwarze Loch. So leid es mir tut. Ich hab nichts gesagt, ist das geil. Ist das geil. Toll. Jetzt wirken meine so harmlos dagegen, aber jetzt kann ich eine Kanalisation darunter bauen. Ich habe ein neues Projekt. Yay! So. Zugbrücke. Gucken wir mal ganz kurz, wo ich jetzt diese Zugbrücke anbringe. Machen wir mal hier drauf. Um das vielleicht einmal zu zeigen. Platziere Zugbrücke. Dauert schon ein bisschen, ja. Muss man sagen. So. Okay. Nice. Schade, ich dachte, man könnte hier drin vielleicht irgendwas sehen, dass sie da wirklich so eine Mechanik eingebaut haben. Ja, und das ist dann die Zugbrücke. Das sind soweit die neuen Objekte, die jetzt mit eingefügt worden sind. Die Vegetationsplatzierung und so weiter. Aber eine Sache haben wir jetzt noch nicht gemacht und das möchte ich jetzt noch zeigen. Ergänzen, was hinzugefügt wurde. Wenn ihr jetzt hier... Ich muss es mal ganz kurz wieder entfernen. So. Wenn ihr jetzt einen Block platziert, wie den hier. Sollte jetzt hier unten links... Ah, okay, vergesst es. Ich habe schon gesehen, wie es geht. Also... Ihr wollt wissen, was ist das hier für ein Block, welche ID hat der oder wie komme ich an diesen Block dran? Einfach mit der Maus hier rüber gehen und dann guckt man unter meiner HP-Leiste. ID 110. Damit habt ihr dann die Antwort. Also ID 110 könnt ihr dann entsprechend sehen. Auch hier, das gleiche zählt glaube ich auch beim Holz. Ne, beim Holz geht es nicht. Und es geht auch nur beim Platzieren. Seht ihr das? Nur wenn ihr platziert. Tauchen diese IDs auf. Um auch hier einmal die richtige ID zu haben. Dann die Geräusche fürs Gehen wurden angepasst. Man hört es auch ganz deutlich, so ganz so leicht. Schmelzofen ist nicht mehr ganz so laut, wie er vorher war. Die Weltinformationen werden nun auf der Festplatte gespeichert, also auf der Festplatte des Hosters, um das Ganze ein bisschen fixer zu machen. Alles natürlich in Vorbereitung auf das Update zum Wasser, das im März bzw. April erscheinen soll. Die letzten gecrafteten Rezepte werden auch gespeichert. Change time arrows and blueprints list journal are now clickable. Ah, hier, die Pfeile sind nun anscheinend auswählbar. Also hier zum Inhaltsverzeichnis Baupläne. Und hier, die kann man jetzt auswählen. Anscheinend gab es da Probleme. Aber schön, dass meine ganzen Baupläne weg sind. Nice. Meine Baupläne sind weg. Okay. Gut, entweder Fehler oder was weiß ich nicht. Truhen und Interaktionssachen können jetzt auch wieder mit oder können jetzt, wenn ihr das zum Beispiel auf der Taste F habt für Interaktion, könnt ihr es auch damit wieder schließen und öffnen und genauso auch
das Inventar. Ne, das nicht. Was war das? Ach, das Crafting-Menü. Entschuldigung. Chest and Crafting-Menü. Ich war jetzt gerade total perplex. Hä, warum funktioniert das nicht? Hier. Auch hier mit F könnt ihr es öffnen und schließen. Ihr braucht also nicht immer Escape drücken oder hier... Ah, Mann. Oben auf das X gehen. Es ist die neueste Java-Version. Also auf die neueste Java-Version geupdatet. Und es sollten Fehler mit Windows 10 behoben sein. Ich war ja von einem betroffen. Bugfixes. Frame Drops, wenn zum Beispiel die Tür geöffnet wurde. Okay, das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen. Boah. 30 FPS immer noch weiterhin. Passt. Sounds, die vermisst wurden. Okay, und wenn man anscheinend den Chunk verändert hat und auf dem gleichen, in dem gleichen Chunk eine Tür gemacht. Also, ich muss das, glaube ich, mal zeigen. Ein Fehler wurde behoben, wenn. Jetzt ist hier keine Tür. Nam, 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 nam. Ich muss mal ganz kurz zurück. Wir gehen jetzt zum Darkling. Darkling, 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 Darkling. Ja, da eine Tür. Wenn die Tür jetzt geöffnet wurde und man gleichzeitig in diesem Bereich, in diesem Chunk, ich glaube 12x12 ist der, also 12x so welche Felder hier, so welche hier, ne? Ups. Welche ID war das nochmal? Okay. Jedenfalls habt im gleichen Bereich wie hier so ein Feld, ne? 12x12. In der Tür, was an dem Boden verändert, soll es angeblich Abstürze gegeben haben. Kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Und ja. Diverse andere Anpassungen. Also alles ganz easy, ganz locker. Und ich freue mich jetzt schon auf das Wasser-Update. Und ich sehe noch etwas, aber ich weiß noch nicht, wie ich hinkomme. Ich muss mal ganz kurz gucken. F5? F6? Kann ich da nicht auch irgendwie... Ich guck gerade mal was. Oh, mit Z kann man zoomen. Ah, wie bin ich da jetzt reingekommen? Mit der Taste I könnt ihr hier die Sachen auswählen, also Inventar. Und könnt dann hier das auch per Hand aussuchen. Funktionierte das auch schon vorher? Nö. Da funktioniert das nicht. Nö. Also das ist auch neu, ihr könnt also jetzt hier, wenn ihr dann auf F6 drückt, hier das Ganze auch nochmal per Hand auswählen und euch schön angucken, wenn ihr die Blumen platzieren wollt, wie auch immer. Gut, das war es soweit zu dem Update 0.5.4. Ich werde jetzt hier nicht weiter groß bauen, ich freue mich einfach hier weiter auf Rising World und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein, tschüss.